So, herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Und bevor wir uns mit den amerikanischen Indizes und Aktien beschäftigen, schauen wir kurz nach Frankfurt zu meiner Kollegin Johanna Klar. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie der DAX ein neues Tagestief markiert. Allen voran sind es natürlich die deutschen Autobauer, die hier den Index nach unten ziehen. Wie ist denn insgesamt die Lage? Naja, sie bleibt natürlich deutlich eingetrübt, denn zum allerersten Mal werden natürlich dann auch die Folgen deutlich, was den Handelskrieg angeht. Daimler hat ja heute schon, besser gesagt gestern Abend, eine Gewinnwarnung für das laufende Jahr rausgegeben. Und das hat die Aktien natürlich heute deutlich in den negativen Bereich getrieben. Zwischenzeitlich sogar über 4% ins Minus. Das hat nicht nur den Energie- bzw. den Automobilsektor mit nach unten gezogen, sondern eben auch den Gesamtmarkt. Und das schüchtert die Anleger dann doch ein, dass zum ersten Mal tatsächlich auch die Folgen des aktuell schwelenden Handelskrieges zwischen China und den USA zum Vorschein kommen. Dementsprechend sagen die Experten, es gibt noch keine Panik, aber die Anleger sind durchaus vorsichtig und sind dann doch eher auf die defensiven Werte aus. Und das sieht man ganz deutlich daran, dass beispielsweise Fresenius oder auch das Tochterunternehmen Fresenius Medical Care heute dann auf der Gewinnerseite stehen. Also man muss mal schauen, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Beiersdorf ist heute allerdings auch eine Aktie, die deutlich abgestraft wird. Hier gab es die Nachricht, dass der aktuelle CEO tatsächlich sein Mandat bis maximal Ende des Jahres 2019 noch weiter begleiten wird und dann nicht verlängert. Und das hat die Anleger ebenfalls deutlich enttäuscht. Beiersdorf auch über 4% im negativen Bereich. Und wenn wir ehrlich sind, die Vorgaben von der Wall Street sind jetzt auch nicht unbedingt berauschend heute. Ne, da hast du recht. Aber insgesamt schlechte Nachrichten in Frankfurt. Trotzdem schönen Dank für den Überblick. Wir kommen zurück und schauen gleich an die Wall Street. Die Kollegin hat es gesagt, es sieht nicht allzu gut aus. Und die Regie könnte vielleicht so nett sein, den Ton ein bisschen runterpegeln, weil sonst flippe ich hier nämlich gleich aus, weil ich mich selber höre. Oh, jetzt ist es besser. Vielen Dank an der Stelle. Also, es sieht nicht allzu gut aus. Wobei das im Nasdaq Future, ja, das ist das Pendeln um den Vortagesschluss. Hier haben wir S&P Future, haben wir -0,1, aber der Dow Future schon wieder so 0,03. Und wenn wir uns den gestrigen Tag angeschaut haben, das kann sich relativ schnell aufspulen, je nachdem, wie die Stimmungslage sich dann im Handelsverlauf ganz einfach verändert. Sollten das Gros der Marktteilnehmer plötzlich zur Überzeugung gelangen, dass die Auswirkungen der Handelsstreitigkeiten jetzt nicht nur zwischen den USA und China, sondern auch noch zwischen dem, was die USA mit allen anderen Partnern veranstalten, dass die Auswirkungen doch demnächst zu spüren sein werden, drittes Quartal, viertes Quartal etc., dann könnte es vielleicht trotzdem noch etwas knackiger zur Sache gehen. Aber wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, sondern ganz einfach mal abwarten. So, Öl, WTI, Anstieg, Abstieg, also Korrektur nach diesem doch deutlichen Anstieg und jetzt 65, wir verlieren momentan 1,8%. Und jetzt muss ich an dieser Stelle mich als jemanden outen, der Fake News in die Welt gesetzt hat. Wenn man normalerweise über Leute herzieht, die das tun, und das mache ich mit einiger Freude, dass ich ganz gerne mal die Aussagen des amerikanischen Präsidenten auch ranziehe, der ja meiner Meinung nach jedenfalls einer der Begründer des Wortes sein sollte, dann muss man sich natürlich auch den Vorwurf gefallen lassen, wenn man es selber ebenfalls nicht so genau genommen hat, beziehungsweise wenn man einen Bock geschossen hat. Mir ist das passiert in der vergangenen Woche und es tut mir sehr leid. Es ist mir auch wirklich sehr unangenehm, denn ich hatte dem amerikanischen Präsidenten in den Mund gelegt, dass er sich über zu hohe Ölpreise aufgeregt hätte und über zu niedrige Ölpreise aufgeregt hätte. So, jetzt wird ein Schuh draus. Und er letztendlich die OPEC in die Richtung drücken wollte, hier gegenzusteuern. Tatsächlich war es genau andersrum, was für mich im ersten Moment auch keinen großen Sinn ergeben hat, weil die Amerikaner selbst jetzt mittlerweile eine führende Ölfördernation geworden sind durch das Schiefergas, also Schieferöl, das gefördert wird. Nichtsdestotrotz, es war also mein Fehler. Wie es dazu kommen konnte, ja, am Ende schlecht vorbereitet, schlechte Zusammenhänge hergestellt und dann hat der Fehler seinen Lauf genommen. Es tut mir sehr leid. Also an dieser Stelle, ich wollte es nur korrigieren, muss natürlich in Zukunft besser werden. Jetzt hat sich die OPEC vermutlich darauf geeinigt. Es gibt auf jeden Fall Signale, dass sie den Ausstoß um 1 Million Barrel am Tag erhöhen
möchte. Das ist momentan so in etwa der Vorschlag. Ob es 1 Million Barrel dann am Tag werden, bleibt abzuwarten. Das muss ja auch irgendwo herkommen, das Öl. Und viele kleinere OPEC-Mitgliedstaaten können das vielleicht auch gar nicht leisten, sodass Experten davon ausgehen, dass es vielleicht am Ende 500.000, 600.000 Barrel am Tag werden könnten. Das könnte den Preis natürlich weiter unter Druck bringen. Und dann am Ende ja, dem Amerikaner in die Karten spielen, der gesagt hatte, wie gesagt, die Preise sind so hoch, sie müssen runterkommen und Druck ausgeübt hatte. Und jetzt scheint die OPEC eben einzuknicken, hat als Begründung genommen, dass man mit einem, ja, mit einem verringerten Angebot in der zweiten Jahreshälfte rechnet und dagegen steuern will. Aber das ist nur vorgeschoben. Offensichtlich möchte man hier ganz gerne dem US-Präsidenten da nicht gegen sich aufbringen und knickt jetzt eben ein. Für den Ölpreis könnte das bedeuten, dass wir noch ein wenig weiter nach unten gehen, dass wir vielleicht dann tatsächlich diesen langfristigen Aufwärtstrend hier auch treffen werden als erste echte Unterstützungsmarke. Das dazu. Gold, ja, weiter eine Abwärtsbewegung. Mit dem Kollegen Bussler drüber gesprochen, der mir versucht hat zu erklären, weshalb es momentan nach unten geht. Der aber auch sagt, jedes Mal in der Vergangenheit, wenn wir einen deutlichen Aufschwung gesehen haben, kam es zunächst einmal zu einem kräftigen Rücksetzer. Und das konnte er mir auch anhand eines Charts belegen. Er hat mir die Punkte gezeigt. Und deshalb glaubt er ganz fest, dass wir momentan uns auf eine Kaufchance zubewegen, auf einen Drehpunkt zu bewegen beim Goldpreis und dass es mit dem Goldpreis dann auch wieder nach oben geht. Er vermag natürlich auch nicht zu sagen, in welchem Bereich es gehen könnte. Wir haben hier eine Unterstützung, die läuft bei 12,40 die Unze in etwa lang, wäre nicht mehr allzu viel. Und wenn wir uns die Dynamik ansehen, dann könnte es tatsächlich sein, dass das kurzfristig erreicht wird. Aber wie gesagt, insgesamt wird davon ausgegangen von unserer Seite, dass wir dann in einen Kaufbereich reindrehen werden. Bei Netflix muss das gar nicht mehr passieren. Da stehen alle Zeichen momentan auf grün, schauen sich das an. Das ist wirklich hier wie aus dem Chart-Lehrbuch, zack, Konsolidierungsformation, schön verlassen, neues Kaufsignal generiert. Da gab es noch nicht einmal mehr den Rücksetzer auf die Ausbruchslinie, wie man es ja ganz gerne noch sieht, sondern es ging weiter einfach nach oben, also von 3,40 auf mittlerweile 4,20. Davor war die natürlich schon gut gelaufen. Und wir haben heute das zweite Kursziel von $500 für die Aktie gesehen, die überhaupt ausgesprochen wurde. Also die Analysten weiterhin sehr zuversichtlich. Festmachen tun sie das ganz einfach an dem Content, den Netflix zur Verfügung stellt. Sehr aggressiv momentan dabei, neuen Content auch zu generieren, Nutzer zu ziehen. Und das internationale Wachstum hat ja zuletzt ebenfalls gepasst, sodass von Analystenseite davon ausgegangen wird, dass das zweite Quartal sehr gut gelaufen sein wird, obwohl das normalerweise saisonal eher schwach einzuordnen ist und dass vor allen Dingen der Ausblick für das dritte Quartal dann gut ausfallen wird. Und das machen sie dann garnieren sie dann eben mit einem $500-Kursziel. Ob es soweit kommt, warten wir ab, aber die Stimmung für den Wert weiterhin sehr gut, natürlich auf Rekordhoch. Microsoft ebenfalls, ja, auf Rekordhoch. Da haben wir auch den Anstieg gesehen, jetzt momentan so ein bisschen hier in der Seitwärtsbewegung, das wird ein bisschen ausgependelt. Da warten Anleger, die noch nicht dabei sind, vermutlich nur darauf, dass sie einen Grund finden, um einzusteigen. Das kann eine News sein, das kann eine Aufstufung der Aktien sein, das kann einfach mal ein guter Tag im Tech-Sektor sein, hatten wir ja in den vergangenen Tagen auch gesehen. War noch ein bisschen abwartende Haltung, aber wie gesagt, von der Seite sicherlich jetzt momentan auch über jeden Zweifel haben. Wer das im Depot hat, der kann sich wirklich freuen. Vor allen Dingen mit so einem Riesengewicht, dem man das vielleicht auch gar nicht mehr zugetraut hätte. Anders bei PayPal, denen hatte man das durchaus zugetraut. Die sind auch bei uns immer mal wieder auf die Empfehlungsliste gerutscht, ganz einfach. Nicht nur, weil das PayPal-Geschäft gut läuft und weil die Wachstumsraten schön sind, die der Konzern zeigt. Nicht nur wegen der 170 Millionen Nutzer, die PayPal mittlerweile hat. Oder es werden ja täglich mehr, vielleicht sind es jetzt schon mittlerweile 190 Millionen. Sondern auch wegen der Tochter Venmo. Venmo, hatte ich ja schon gesagt, ist vor allen Dingen für Jugendliche eine sehr interessante App, über die Geld relativ unkompliziert schnell hin und her überwiesen werden kann. Die Jugendlichen lieben das, Jugendliche und junge Erwachsene, die lieben das. Und Venmo läuft richtig gut, momentan operativ, gehört zu PayPal, deshalb profitiert eben auch PayPal, deshalb ist PayPal auf Rekordhoch. Blue Apron ist von einem Rekordhoch, ja, meilenweit entfernt, aber passen Sie auf.
Also Börsengang, ach, das kann ich jetzt nicht zeichnen gerade, weil ich jetzt nur gerade Linien hinbekomme, aber das macht nichts. Also wenn wir uns das Ganze anschauen, das ging von hier oben nach da unten, Börsengang hatte ich erzählt, dann hat Amazon gesagt, ach naja, diese Meal Kits können wir auch rausschieben, das machen wir, das probieren wir ganz einfach mal. Und das hat natürlich die Anleger verwirrt, verunsichert. Die haben auf jeden Fall alle ihre Blue Apron Aktien verkauft, beziehungsweise haben das auch noch geschortet, wenn es ging, zusätzlichen Druck ausgeübt. So, jetzt sehen wir hier unten so eine Bodenbildung. Und seitdem geht es ein bisschen nach oben. Das sieht gar nicht schlecht aus. Was fehlt, ist jetzt so ein bisschen eine Initialzündung. Eine gute Nachricht. Vielleicht besser als, oder es werden schlechte Quartalszahlen werden, aber die sind vielleicht trotzdem nicht so schlecht, wie man erwartet hatte. Auch das kann eine gute Nachricht sein. Haben wir hier natürlich noch den Sprung über den Abwärtstrend, wobei das natürlich noch nicht so richtig zählt, weil die Historie nicht lang genug ist. Aber es sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus für Blue Apron und für eine Gegenbewegung. Deshalb sollten Sie sich das Papier mal auf die Watchlist legen. Vielleicht bis in den Bereich warten, 3,50, 3,60, da könnte dann noch ein bisschen was mit Esprit hinterherkommen. Wenn erstmal die Anleger glauben, dass es hier einen Turnaround geben könnte oder zumindest eine deutliche Gegenbewegung, dann werden genügend Anleger reinrutschen, die den Kurs nach oben treiben. Also, momentan eine interessante Geschichte, vergessen Sie auch nicht, von 2 mittlerweile auf 3,40. Das sind 70%, die wir von hier vom Tief aus gemacht haben. Könnte noch ein bisschen mehr werden, sollte man auch nicht überbewerten. Wäre auf jeden Fall reif jetzt für eine schöne Gegenbewegung. Momo hatte ich ja mit dabei, meine Nemesis. Anstieg, wir haben eine kleine Korrektur gesehen. Wir haben das vor allen Dingen im Intraday-Bereich gesehen. Ich dachte, alles klar, vielleicht zieht unser Kauflimit. Wir hatten ja 40% im Aktionär sofort reingesagt, also bei 40%, mit 40% des Kapitals sofort reingehen und hatten dann 2 Kauflimite noch angegeben. Allerdings ist das eine, denke ich, bei 46 Dollar. Das heißt, die Aktie müsste noch 10% fallen, damit das greift. Das andere bei 42 Dollar. Davon sind wir noch meilenweit entfernt. Aber auf der anderen Seite, es läuft. Um Gottes Willen, was wollen wir uns beschweren? Die Aktie läuft, sie ist empfohlen worden und sie steht da momentan relativ fest. Also scheint jetzt mit dem Rücksetzer momentan nicht so gut klappen zu wollen. Hoffen wir, dass sich die Situation hier auch ganz einfach weiter fortsetzt. So, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Wie gesagt, für den Fauxpas mit dem Öl, da entschuldige ich mich nochmal. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und dass wir uns natürlich morgen an gleicher Stelle wiedersehen. Bis dahin, tschüss.